Also das verstehe ich nicht, das verstehe ich nicht. Und diese Fliege ärgert mich auch schon die ganze Zeit. Immer summt sie mir am Kopf vorbei. Was ist denn los? Ah, Emil der Jäger. So wie du das machst, merkst die Fliege doch schon 2 Kilometer vorher. Pass mal auf. Das musst du so machen, so ganz eng passant. So. Opa, dein Rezept funktioniert aber auch nicht. Wie nennst du das? So eng, zeng, zeng, wenn man so vorbeigreift? Also, das ist doch nicht die Möglichkeit. Jetzt will mir dieser junge Bauer noch sagen, wie man Fliegen fängt. Also, eng passant, das ist Französisch. Tja. Und es heißt eben Engpasseng, so nebenbei, so beiläufig, sozusagen. Also Opa, das verstehe ich nicht. Aber so ganz nebenbei, so Engzengzeng, wo ist denn eigentlich Tante Bernie? Die kann nämlich richtig Französisch. Ja, und heute ist in unserer Schachlektion auch irgend so was Französisches dran. Hier steht es, hier. Engpassant. Uff. Na, die waren vielleicht schwer. Als die mich auf dem Markt so en passant anlächelten, also da konnte ich einfach nicht widerstehen. Ja, und überhaupt so preiswert. Na, sozusagen, die stammen aber auch nicht vom Ökobauern. Die sind viel zu schön. Ja, wir wissen Bescheid. Bei dir müssen sie klein und schrumpelig sein, gell? Ihr seid gemein. Ihr könnt einem so Engpassing ganz schön einen Schlag versetzen. Ach, Papalapap, Opa, was soll denn das sein, Engpasseng? Du meinst wohl en passant. Wer Fremdworte benutzt, sollte sie auch richtig aussprechen, gell? Ja, das ist ja wie in der Schule, sozusagen. Engpasseng oder en passant, das ist doch gleich sozusagen. Papalapap, das ist ja auch ganz unwichtig. Wir wollen ja auch hier nicht Französisch Unterricht halten, sondern die neue Schachlektion üben. Was gibt's denn heute, Emil? Ja eben, das ist es ja, Tante Bernie. Jetzt geht es, beim Schach geht es nämlich jetzt auch Französisch zu. Die Bauern machen da irgendwas Französisches beim Schlagen. Hier, en passant. Aber was heißt das denn bloß, Tante Bernie? Das ist es, was ihr die ganze Zeit hier gerade brecht. Nein, wirklich. Aber was hat denn en passant mit unserer Lektion zu tun? Ja, das scheint einige Verwirrung hier bei unserem Puppentrio zu geben. Die Bauern, die sind doch schwierige Wesen, schauen so unscheinbar aus, sind aber voller Eigenheiten. Und das erinnert mich an eine Geschichte. Ein bekannter Meister wollte simultan spielen, das heißt gegen viele gleichzeitig. Und er spielte also auch gegen einen kleinen Jungen. Und nach einer gewissen Zeit gewann er die Partie. Und dann sagte er zu ihm, ja, es war ja eine interessante Partie, aber warum hast du eigentlich bloß Bauernzüge gemacht? Und der Junge antwortete, ja, ich wollte unbedingt gegen sie spielen, aber mehr als die Bauernzüge konnte ich nicht lernen bis dahin. Naja, ihr wisst ja schon mehr, obwohl noch nicht alles, eben dieses en passant schlagen. Das wollen wir uns jetzt gleich auf dem elektronischen Brett etwas näher anschauen. Ja, wir eröffnen die Partie mal ganz normal mit dem Königsbauern E2, E4 und lassen Schwarz entsprechend antworten, ebenfalls mit seinem Königsbauern E7, E5. Ihr wisst ja schon, dass am Anfang die Bauern jeweils 2 vorwärts gehen können. Und jetzt kann zum Beispiel der Damenbauer folgen, D2, D4. Und was ihr auch schon wisst, es wird der Bauer schlägt ja immer schräg. Er schlägt also anders, als er normalerweise zieht. Jetzt kann Schwarz E5 schlägt D4 diesen Bauern einfach wegnehmen. Und hat schon einen Bauern. Ja, und jetzt kommt was Eigenartiges. Wenn jetzt Weiß mit dem C-Bauern zum Beispiel von C2 nach C4 vorwärts geht, dann kann der schwarze Bauer D4 diesen Bauern trotzdem schlagen. Ja, wie kam das eigentlich dazu? Bis ins Mittelalter durften die Bauern ja auch am Anfang immer nur einen Schritt vorwärts gehen.
Und plötzlich zwei. Ja, und das fand man gemein, wenn da so ein Bauer daneben stand und den einfach nicht mehr schlagen durfte. Und da sagten die Schachspieler, den darf man trotzdem schlagen. Und das nennt man eben en passant, wovon ja unsere wackeren Helden gerade die ganze Zeit sprachen. Jetzt kann der Bauer D4 diesen Bauern einfach so schlagen, schräg nach vorn und ihn gleichzeitig wegnehmen. Ja, und weg ist der Bauer, der gerade noch auf C4 stand. Das ist also das En-Passant-Schlagen. Dazu gibt's auch eine nette Geschichte. Bei einem Turnier spielten die beiden deutschen Meisterspieler Dr. Lange gegen Rellstab. Und Rellstab war gerade beim Nachbar Brett Kiebitzen zuschauen also. Und da kam eine Dame aufgeregt zu ihm. Ihr Gegner hat ihnen einen Bauern geklaut. Rellstab kam zurück und sah, nein, der hatte nur en passant geschlagen. Und die Dame kannte die Regel noch nicht. Also die müsst ihr gut kennen. Sonst kann euch zum Beispiel nämlich auch die folgende Geschichte passieren, die wir jetzt hier auf dem Brett haben. Wenn Schwarz hat also den König, die beiden Bauern, und schließlich hier noch ein Läufer. Und Weiß hat hier einen Turm, hier den König und hier einen Bauern. Ja, und wenn Schwarz gar nichts tut und sich nur auf die Hinterpfoten stellt, dann ist die Stellung Remis. Ihm kann eigentlich gar nichts passieren. Aber Schwarz dachte, warum gehe ich nicht mit meinem Bauern einfach zwei vorwärts? Vielleicht wird er zur Dame, vielleicht gewinne ich die Partie noch. Tja, und das hat er gemacht. Und da war der Bauer schon, aber das hätte er eben besser unterlassen, denn er beachtete auch die En-Passant-Regel nicht. Jetzt konnte Weiß einfach H5 schlägt G6 diesen Bauern nehmen und dem König Schach bieten. Ja, und dummerweise ist das sogar matt. Der König hat keinen Ausflucht mehr, denn dieses Feld wird ihm vom Turm genommen und dieses Feld vom weißen König. Also, Regeln muss man wirklich gut kennen. Ach, die Fliege. Die haben ja bei der ganzen Aufregung richtig vergessen. Aber die lässt sich von uns sowieso nicht so en passant schlagen. Ja, jetzt hat Opa die ganze Lektion verpasst. Und die hätte ihm heute besonders gut gefallen, wo doch die Bauern so tolle Burschen sind, gell? Komm, Tante Bernie, wir schreiben für Opa mal auf, was wir da eben alles so gelernt haben. Alles, was mit diesem komischen Fremdwort zu tun hat. Oh ja, Emil, los, das ist eine prima Idee. Na, wie war das noch, hä? Ja, wie war denn das noch? Also, total schwer war das. Papalapap, schau her. Wir schreiben es jetzt mal gemeinsam auf. Ich hab eine Idee, wie du es dir leicht merken kannst, gell? Na, da sagte ich doch schon, Tante Bernie. Ist das so eine Art Eselsbrücke, ja? Also, Emil, das hast du gesagt, gell? Aber sag mir doch mal, wie nennt man einen Fußgänger sonst noch, der so an einem vorbeigeht? Ach, Tante, was soll denn der Kinderkram? Was hat denn das mit unserer Bauernregel zu tun? Papalapap, wart ab. Den nennt man Passant. Ah. Schon mal gehört? Ja. Und warum? Weil er an den anderen vorbei passiert. Und überhaupt, gell? Emil? Ach so, ja, das ist raffiniert, Tante Bernie. Ja, eben, das ist klasse. Die Bauern bewegen sich wie die Fußgänger. Emil. Emil, da werden ja selbst die Äpfel rot, sozusagen. Na, Opa, der da ärgert sich wohl eher grün, gell? Ja, Opa, komm, setz dich doch erst mal hin und guck dir an, was wir jetzt alles lernen müssen. Hier ist nämlich die Aufgabe. So, und nun passt du mal auf, da bist du nämlich platt. Das macht der Bauer als Spaziergänger, Also als Passant. Hier, guck mal richtig hin. Simsalabim. Na und jetzt? Jetzt kommt der en passant Bauernspaziergang. Jetzt geht's nämlich los, schwupp. Die Wupp und weg ist er. Ja, das ist toll. Das ist ganz toll sozusagen. Ja. Tja, aber Bauernarbeit ist ja nun wirklich kein Spaziergang. So, en passant. Ach, nur Opa, nun sei doch mal kein Frosch. Beim Schach ist es doch ganz anders. Und überhaupt, wie sollen wir denn unser Bauerndiplom machen, wenn du nicht mithilfst? Hoppla, junger Mann. Das geht mir ja direkt an die Bauernehre, sozusagen. Papalapap, also wirklich, das werden wir Dreisteins doch noch knacken, gell? Also, Emil, wie geht es weiter?
Na, das hätte ich ja vorher wissen sollen. Man kann das komische Fremdwort, man kann das ja auch abkürzen. Hier steht klein e Punkt, klein p Punkt. Ach was, das versteht doch so auch niemand. Das ist doch nur für die Notation. Schreib es mal auf. Oh, Tante. Hey, Tante Bernie. Ja, was ist? Opa macht ein Nickerchen. Heute hat ihn unser Bauerndiplom aber ganz schön geschafft. Ich notiere also für Opa klein e Punkt, klein p Punkt. Wie, was? Was soll das denn heißen, gell? Opa ist en passant eingeparkt. Ja, wenn ihr natürlich auch so wie Opa en passant einpennt, dann werdet ihr diese wichtige Regel nicht richtig kennenlernen. Und vielleicht manch anderes auch nicht. Wisst ihr eigentlich, was eine Bauerngabel ist? Ich glaube nicht. Ja, vor dieser gewaltsamen Bauerngabel will ich aber noch etwas zur en passant Regel sagen. Wenn hier dieser Bauer zwei nach vorne geht, dann kann dieser Bauer, der Schwarze, den Weißen schlagen. Er muss aber nicht. Aber wir lassen ihn ruhig mal hier jetzt wirklich so schlagen. Er schlägt ihn also. Und nun hat Weiß folgende Möglichkeit. Er kann zum Beispiel mit dem D-Bauern, der ist ja noch in der Anfangsstellung, Ausgangsstellung, zwei nach vorne gehen. Und sowohl den einen wie auch den anderen Turm angreifen. Und das nennt man eine Bauerngabel. Dieser kleine, unscheinbare Bauer greift beide Türme an. Und normalerweise geht dann auch einer verloren. Ja, und wenn der eine Turm sich zum Beispiel hierhin rettet, er geht hierhin, um nicht verloren zu gehen, denn der Bauer kann ja nicht gerade schlagen, das wisst ihr ja schon. Ja, dann kann Weiß die nächste Gabel, eine sogenannte Bauernspringergabel folgen lassen. Er geht einfach mit dem Bauern hier nach vorne und greift jetzt die beiden Springer an. Der Bauer droht, beide Springer zu nehmen. Und wenn jetzt, sagen wir, der andere Turm sich retten wollte, zum Beispiel hierhin ginge, um auch diesen Bauern anzugreifen und vielleicht zu nehmen, ja, dann würde der eine herrliche Metamorphose-Verwandlung noch mal erleben. Er kann den Springer mit Schach schlagen und sich gleichzeitig in eine Dame verwandeln. Ja, das wäre natürlich ein stolzes Ende dieses Bauern. Ach, ich glaub, mir brummt der Schädel. Hörst du es, Tante Bernie? Ach, Papalapap, Emil, das ist doch nur die kleine Pflege, gell? Also ich geb's auf, ich gebe mich geschlagen. Die Bauern sind wirklich harte Brocken. Ja. Hab ich was verpasst, sozusagen? Ist die Bauernschlacht schon geschlagen? Opa, sag uns lieber... Emil, die letzten Bauernkriege haben 30 Jahre gedauert, Emil. Opa, sag uns doch lieber, wie das alles in unserem Kopf reingehen soll. 30 Jahre haben wir nämlich für unser Bauerndiplom nicht Zeit. Tja, Kinder, da hilft nur die Praxis. Düngen, gießen, harken. Ach, Papalapap, Konrad, damit können wir doch hier nichts anfangen, gell? Ja, Opa, komm, wir probieren noch mal ein paar von den tollen Zügen, die wir vorhin gesehen haben. Also Kinder, die Bauern sind ja wirklich ein Programm für sich. Ja, wem sagst du das? Die können einen ganz schön in die Pfanne hauen. Oh, jetzt. Ja, jetzt hab ich's. Die ganze Zeit hab ich schon überlegt. Oh ja, und das ist gut. Was ist gut? Wie wär's sozusagen jetzt mit einem schönen, großen Bauernomelett?